der Islamhass, ja, der Anti-Islam-Hass und die Hassprediger, die sich gegenüber die Muwahhidun stellen, eh und je gegen sie stellen. Und ich möchte gleich, inshallah, mit diesem Rahmen anfangen. Ich möchte jetzt auch gar nicht jetzt, ich möchte in diesem Unterricht drin die Überschriften benennen und jetzt gleich mit diesen Versen anfangen, weil das, damit ihr das versteht, damit ihr die Sure versteht, ist der Kern dieser Sure. Am Anfang kamen die Gläubigen, der Weg der Menschheit, angefangen mit Nuh etc., die Vernichtung der Völker. Warum wurden die Völker vernichtet? Alle haben sich gegen den Islam gestellt. Jeder, der sich gegen den Islam verstellt, wird von Allah vernichtet werden. Mit einer Sache, die sie sich nicht mal selber ausdenken können. Denn sie haben eins vergessen. Die Muslime mögen vielleicht nicht stark sein. Die Muslime mögen vielleicht keinen Staat haben. Die Muslime mögen vielleicht keine Einheit haben. Aber diese Kuffar vergessen eins. Alles ist Islam. Die Sonne ist Islam, der Mond ist Islam, die Erde ist Islam, die Schöpfung ist Islam. Und Walillahi Junudus Samawati Walad und Allahs Armeen sind in Himmel und auf Erden. Es kann ein Virus kommen, kann die Menschheit platt machen. Es kann ein Sonnensturm kommen, kann die Menschheit platt machen. Diese ganze Geschichte hängt an einem seilenden Faden. Und diese Message, die wird uns ja dauerhaft im Koran gegeben. Schützt euren Standpunkt, seid gerecht, seid Muwahidun, aber seid aber auch gerecht. Und vergesst eins nicht, die einzigste Macht und die Kraft ist bei Allah. Und so wie sie gegen euch agieren, wird Allah mit einem Dings sie vernichten können. Mit einer Sache, mit der ihr euch das nicht mal vorstellen könnt. Das ist die Geschichte des Korans. Das sind die Geschichte der Vernichtung der Völker. Wenn wir das nicht verstehen, wenn wir das nicht updaten, werden wir sagen, ja, Salih, der Prophet Hud, der Prophet Lut, ja, schöne Geschichte. Nein, denn wir müssen das in unsere Zeit widerspiegeln. Das ist das Koranprojekt.